Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Ja, eine lange Zeit ist vergangen, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ihr werdet euch jetzt sicher fragen, hä, warst du beim letzten Mal nicht noch in der Festung? Warum bist du jetzt hier in der Herberge? Und das ist eine berechtigte Frage, ja. Denn ich hatte ein kleines, beziehungsweise etwas größeres Malheur. Und zwar ist mir meine Festplatte kaputt gegangen. Und da war alles drauf, alle Speicherstände, alle Videos und naja, das heißt, mein Fortschritt in Hype war komplett weg. Das ganze Spiel war komplett weg. Ich musste mir das neu installieren, musste wieder bis dahin spielen, wo wir sind. Und storytechnisch bin ich so weit, wie wir im letzten Video waren, mit einem kleinen Unterschied. Und zwar, wie man hier schon sehen kann, okay, ich habe meine Tränke und meine Kräuter komplett aufgefüllt. Ich habe 500 Plastiks, so viel wie man haben kann. Und natürlich ist auch meine Magie voll, meine Lebensenergie ist komplett voll und meine Rüstung ist komplett repariert. Und ich habe hier 40 normale Armbrustpfeile und 40 von den modernen Bolzen. Und ich hätte jetzt natürlich in die Festung gehen können, um da wieder anzuschließen. Aber dann hätte ich wieder Bolzen verbrauchen müssen, weil in der Kanalisation Fledermäuse sind und ich nur über die Kanalisation in die Festung gelange. Und das war es mir nicht wert. Ich wollte wirklich so mit einem komplett gefüllten Inventar starten. An sich ist nicht viel anders. Wir können ja sehen, okay, ich habe die Standarte von Tuscan im dritten und von Tuscan im ersten. Also genauso, wie wir das zurückgelassen hatten im Let's Play. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle weiter. Denn so viel dürften wir gar nicht mehr vor uns haben. Wir müssen uns die Standarten sammeln, um dem Volk zu beweisen, in der Ära Tuscans des Vierten, dass wir tatsächlich Hype, der legendäre Held sind, der durch die Zeit reist. Und wir müssen natürlich den Schwarzen Ritter noch besiegen. Aber das ist erstmal nebensächlich. Versuchen wir erstmal die Standarten zu sammeln. Und ich bin jetzt hier immer noch in der Ära Tuscans des Ersten. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg zur Sonnenuhr, um da in die Ära Tuscans des Zweiten zu reisen. Denn von dem brauchen wir ja noch die Standarte. Standarte war es, oder? Wie hieß es? Genau, Standarte. Die Flagge, die Fahne, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Wobei Standarte ist, glaube ich, der korrekte Ausdruck. Und dann brauchen wir noch die Standarte aus der Zeit Tuscans des Vierten. Ich hoffe mal, dass wir die auch ohne Probleme finden werden. Also ich hoffe sowieso, dass wir auch hier die Standarte Tuscans des Zweiten ohne Probleme finden werden. Denn ich habe zwar das Ganze bis wieder zu diesem Zeitpunkt hier gespielt, aber dann habe ich doch wieder das Spiel etwas ruhen lassen und nicht sofort wieder angefangen aufzunehmen. Deswegen ja, bin ich nicht mehr ganz sicher, ob wir schon irgendwelche Hinweise dazu erhalten haben, wo wir hier die Standarte Tuscans des Zweiten finden. Ich werde jetzt erstmal in der Festung nachschauen, denn das ist ja das Offensichtlichste erstmal. Dort ist niemand, das ist gut. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Standarte im Park der Tapferen ist oder sonst wo. Ja, das können wir mal gucken. Oder in den Laboratorien, das könnte natürlich auch sein. Und eigentlich dachte ich, hier würde es hochgehen. Kommen wir gar nicht in die Festung? Das ist natürlich ein bisschen doof. Durch den Brunnen kamen wir nicht, oder? Das muss ich mal eben ganz schnell nachschauen. Ansonsten meine ich mich dunkel erinnern zu können, dass irgendwas mit dem Laboratorium gewesen wäre. Okay, dann fehlt die Leiter und im Brunnen ist auch nichts. Das heißt, wir kommen hier in diesem Zeitalter gar nicht in die Festung. Ja, das hätte ich mir früher denken können. Dann schauen wir uns doch mal im Laboratorium um, ob wir da nicht die Standarte finden können. Gehen wir mal hinein. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir die wirklich da finden. Wenn wir sie nicht da finden, dann gucke ich mich mal im Park der Tapferen um. Und ansonsten, ja, so groß ist die Welt ja nicht. Irgendwo in dieser Ära muss die ja zu finden sein. Und ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher, ob hier auch Gegner auf uns warten. Ich mach mal die Fässer kaputt. Wobei, eigentlich bringt mir das nichts, denn ja, ich habe ja auch volles Geld. Mein Geldbeutel fasst einfach keine weiteren Plastiks. Deswegen ist das momentan etwas witzlos. Ja, vor allem das andere Zeug ist halt jetzt nicht so wichtig. Also grüne Kräuter, die brauche ich sowieso nicht mehr und blaue Tränke auch nicht. Aber ich dachte mir, wenn schon, denn schon, fülle ich das komplett auf. Vor allem wichtig, dass ich 10 violette Tränke habe. Das heißt, ich sollte eigentlich ganz gut klarkommen. So, gehen wir mal hier rein und schauen uns genauer um. Ja, hier haben wir ja in der Ära Tuscans des Zweiten, also da, wo wir jetzt eigentlich sind, Gustus befreit damals, nicht wahr? Ja, hier kommen wir nicht durch.
Ist also gut, dass wir da durchgegangen sind. Also wir kommen da durch, das ist so ein Hebel. Das hatten wir ja gemacht, aber das umgehen wir jetzt. Und ich gucke mich mal hier in dem Zimmer um, ob wir nicht hier die Standarte finden. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, das ist der Zauberstab, den wir kaputt gemacht haben. Vielleicht im Zimmer von dem verrückten Alchemisten. Schauen wir uns mal hier um. Ach ja, hier ist wieder diese blöde Rüstung. Komm, du sollst uns nicht weiter stören. Ich möchte doch nur die Standarte haben. Ja, hier ist sie nicht. Das ist nur ein Buch. Nicht mal ein Speicherpodest, nur ein stinknormal. Wo ist die Rüstung hin? Hä? Die müsste doch wieder auferstehen, oder sind wir jetzt so stark, dass wir sie komplett kaputt machen? Nee, die bleibt... Hä? Aber ich hab die doch... Hab ich die durchs Regal durchgenommen? Wo ist die Rüstung hier? Hä? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Anscheinend, da wir jetzt das vierte Juwel schon haben und es aufgefüllt haben... Haben wir doch, ne? Ja, wir haben das vierte Juwel. Sind wir anscheinend so stark, dass wir die Rüstung kaputt machen? Hm. Interessant. Also hier ist schon mal nichts. Da geht's rein. Da, ja, da sind die Schalter. Und was ist hier hinten? Nee, hier ist nichts. Okay. Dann war das jetzt ein bisschen Zeitverschwendung, hier hinzukommen. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Ja, das ist natürlich doof. Okay, dann hauen wir hier wieder ab. Denn wir haben hier nichts weiter zu suchen. Ich kann mich ja nochmal in diesem Vorhof umsehen, wo das Gitter war. Aber ich denke nicht, dass da die Flagge war. Nein, hier wollte ich gar nicht rein. Ah, ich habe vergessen, wo es rausgeht. So, hier müsste es rausgehen. Jawohl. So, jetzt sind wahrscheinlich die Rüstungen wieder da. Na, gehst du da wohl runter? Dann kletter halt die Treppe runter, die Leiter, wenn du nicht runterspringen willst. Weichei. Und du sollst ein Held sein, natürlich. Traust dich nicht mal, die Leiter runterzuspringen. Aber nun gut. Gehen wir mal hier heraus. Was anderes bleibt uns gerade nicht wirklich übrig. Wo könnte denn die Standarte sonst so sein? Also wir könnten Gustus noch einen Besuch abstatten in seinem Herrenhaus. Eventuell weiß der noch Näheres darüber Bescheid. Ansonsten... ich glaube, das mache ich sogar. Weil jetzt noch ein paar der Tapferen zu gucken, macht irgendwie wenig Sinn. Ich habe keine Lust, da komplett durchzulaufen. Allerdings auf der anderen Seite... wirklich viele andere Orte, wo die Standarte sein könnte, gibt es nicht. Das Kloster eventuell noch? Außer dem Park der Tapferen? Hm. Das ist eine gute Frage. Ja, das könnte natürlich sein, dass sie das erobert haben. Die waren ja hier im Krieg in der zweiten Ära mit dem König. Hm. Wisst ihr was? Ich werde mal Gustus zu Rate ziehen. Dafür werde ich mal wieder in die Ära Tascans des Ersten zurückreisen, denn da können wir einfacher umherreisen. Und vor allem kommen wir damit wesentlich einfacher wieder zum Herrenhaus. Und der wird uns dann sicher weiterhelfen können. Und dafür werde ich dann auch mal die Rennstiefel benutzen. Denn dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ich muss mich ja nicht mit den Gegnern aufhalten. Die meisten werden sowieso mit einem Schlag sterben. Von daher ist das keine große Herausforderung. So. Dann wollen wir mal... Ja, lange ist es her, seitdem wir hier durchgerannt sind. Wie viele Monate habe ich jetzt wieder nichts aufgenommen? Das wird irgendwie ein ziemlich blöder Trend von mir, dass ich Pause mache, 2-3 Monate, dann ein paar Videos aufnehme und hochlade und dann wieder Pause mache. Das ist irgendwie nicht so gut. Vor allem, jetzt habe ich wieder richtig Lust, was aufzunehmen und jetzt ist das neue Jahr, also kann man sich mal vornehmen, dass ich wieder mehr aufnehme. Auch wenn eigentlich solche Vorsätze nie wirklich klappen, aber... Das ist in dem Fall irrelevant, weil eigentlich habe ich wieder Lust und bald werde ich auch einen neuen Rechner hier stehen haben. Das heißt, da werde ich sowieso wieder mehr Motivation haben, was aufzunehmen. Ich denke mal, das wird ganz gut. Ja. Aber bevor der neue Rechner kommt, werde ich Hype auf jeden Fall zu Ende spielen. Außer vielleicht, es kommt mal wieder ein weiterer Festplattentod, aber das hoffe ich nicht. Aber da das Spiel sowieso nicht mehr so lange dauert... wird das mal ganz in Ordnung gehen. Gehst du da wohl hoch? Ja, außer ich komme natürlich nicht hier diese blöden Kisten hoch. Warum kann Gustus sich da nicht eigentlich eine normale Treppe einbauen lassen? Ich meine, hier hat er auch eine normale Treppe. Hm. Na gut. Ich möchte die Stiefel nicht mehr haben. Ich möchte stattdessen jetzt in die Ära Tascans des Zweiten reisen. Das war der Mond. Na? Hallo, gehst du wohl in die Ära? Dankeschön.
Ja, immer diese Zeitreisen. So. Ach, Gustus steht auch direkt da. Das ist natürlich perfekt. Hallo, hast du vielleicht eine Ahnung, wo wir die Standarte finden können? Du suchst nach der Standarte? Ja. Wenn der König ins Feld zieht, lässt er sie normalerweise im Kloster. Aber seit die Mönche als Einsiedler leben, können vermutlich nur noch die Räuber dort hineingelangen. Du solltest in ihr Dorf gehen. Ah, ja gut, dann ist es natürlich gut, dass wir nicht mehr in den Park der Tapferen gegangen sind. Ich bleibe jetzt mal hier in der Ära, auch wenn ich diese Brücke mit den Fledermäusen ziemlich hasse. Aus Gründen, die, glaube ich, gut nachvollziehbar sind. Aua. Weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Na, okay, ich kümmere mich um die Fledermäuse. Ich sehe es ja ein. Aber dafür werde ich nicht die guten roten Bolzen verwenden. Da benutze ich doch lieber die blauen. Die sind nicht so viel wert. Nein, Armbrust, Armbrust. Na, vielleicht kann ich das mit dem Schwert machen. Ja, komm her. Sehr gut. So, aber auf jeden Fall ist es dann gut, dass wir nicht in den Park der Tapferen gegangen sind. Da war die Theorie mit dem Kloster dann doch die passendere. Und gut, dass er uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir ins Dorf der Räuber können. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir das in der zweiten Ära schon können. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, welche Fledermaus... Hi. Ernsthaft? Toll, jetzt ist deine Rüstung kaputt. Hm, dabei habe ich die gerade erst beim Schmied reparieren lassen. Na gut. Eine Fledermaus noch. Ich werde ganz vorsichtig vorgehen. Und hier jetzt schon mal rüberspringen. Dann sollte die uns angreifen. Ne? Jawohl. So, und dann können wir in den Wald. Jawohl, sehr gut. Na, vielleicht sollte ich auch mal wieder speichern. Aber hier ist leider kein Speicherpult mehr. Das war nur in der ersten Ära. Na gut, aber im Dorf der Räuber werden wir wahrscheinlich auch ein Speicherpult finden. Von daher ist das jetzt nicht so weit schlimm. So. Wie wir da hinkommen, das weiß ich ja glücklicherweise noch. Das war ja nicht so schwer. Tschüss, Wölfe. Kommt doch mit, wenn ihr euch traut. Dann wird der Drache euch fressen. Muhaha. Nein. Der würde natürlich sowas nicht machen. So, war hier irgendwas? Ich habe ein bisschen Angst. Fledermäuse oder so? Nein, gar nichts. Na gut, dann holen wir uns mal den Aufzug. Hype, drück den Knopf. Sehr gut. Dann holen wir uns mal den Aufzug und gucken, ob wir irgendwie im Dorf der Räuber einen Weg finden, in das Kloster zu gelangen. Denn ohne die Standarte kommen wir nicht weiter. Und wir müssen ja noch irgendwie das Königreich retten. Ja, vieles steht auf dem Spiel. Unsere Verlobte, das Königreich, der König. Ach, die Fässer, die lasse ich jetzt mal Fässer sein. Hallo, habt ihr mich vermisst? Ah, ich freue mich, dich wiederzusehen, Hype. Du solltest zu Charon gehen. Sie hat etwas gefunden, was dich interessieren könnte. Na, da bin ich mal gespannt. Ist es ein Weg ins Kloster hinein? Da wäre ich nämlich sehr dankbar drüber. So, wo hatte sie nochmal ihre Höhle? Das war hier links, oder? Ne, die hatte sogar eine ganze Hütte, ne? Genau, die da drüben. Dann gehen wir da mal rein und schauen, ob sie uns irgendwie helfen kann. Hype! Das ist ja eine wunderbare Überraschung. Ich glaubte, dich niemals wiederzusehen. Ich habe etwas gefunden, was dir vielleicht nützlich sein könnte. Es ist ein zweites Exemplar des Schlüssels, der die große Pforte des Klosters öffnet. Seit sie als Eremitin leben, sammeln die Schreibermönche keine Reichtümer mehr. Und das ist keine schlechte Sache, was uns Räuber angeht zumindest. Jedenfalls, hier ist der Schlüssel. Vielleicht findest du dort etwas Interessantes. Ich weiß, dass der König immer seine Standarte dort lässt. Gut, leb wohl. Warum ist das nicht schlecht, wenn die aufhören, Schätze zu sammeln für euch Räuber? Ja, ich besitze jetzt den Schlüssel zur Tür zum großen Kloster. Das ist schon mal schön. Ein toller Zufall, dass wir den hier finden, aber es ist schön. Aber warum ist das schlecht? Ich meine, klar, ihr habt dann irgendwie Rivalen, die sich um die Schätze kloppen mit euch. Falls ihr euch erinnert, in der ersten Ära hatten die ja das Juwel des, keine Ahnung, das erste Juwel halt, das wir für die erste Zeitreise brauchten, geschnappt. Und wir mussten uns das da erkämpfen. Aber
Für Räuber ist es doch eigentlich gut, wenn das Kloster viele Schätze hat, denn dann kann man das Kloster ab und zu auch mal ausnehmen, oder? Habe ich da jetzt nicht die richtige Logik hinter? Oder sind die Klostersoldaten zu stark? Naja, wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie uns die Mönche da jetzt gegenübertreten werden. Denn, naja, das ist natürlich nicht so gut, wenn wir hier als Ritter mit einem fremden Zeichen ankommen und irgendwie versuchen, die Standarte mitzunehmen. Vor allem, woher haben wir den Schlüssel, ne? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Ah nein, gar nicht wahr. Falsches Menü. Ich will den hier haben. Ja, das ist so eine Sache. Aber andererseits, vielleicht sind sie uns ja auch freundlich gesinnt. Wäre auch cool. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich würde nur gern ein Speicherpult irgendwie mal haben. Bevor ich da jetzt reingehe. Nicht, dass ich sterbe und das alles nochmal machen muss. Also da ist auf jeden Fall schon mal eine Wache. Das heißt, ich werde da erst mal mit erhobenem Schwert rangehen und der kommt auch, um mich anzugreifen. Das ist schon mal... Hallo? Hype. Warum hast du nicht zuerst zugeschlagen? Naja, zum Rüstung reparieren gehe ich zur Not nochmal die Ära-Taskans des Ersten. Da kostet das nicht so viel. Kann ich hier zufällig durch? Oh, das kann ich sogar. Na, ich will hier aber noch nicht rein. Nein, nein, nein. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. La la la, ihr könnt nicht durch die Tür. Das ist ja das Schöne. Gehen wir erstmal hier lang und gucken uns an, was wir hier so finden können. Ja, du musst erstmal sterben. Oh, da ist ja noch einer. Ich dachte schon, ich hätte was gehört und das war sogar die Wahrheit. Wir können auch mal wieder so ein bisschen hier Magie anwenden. Oh, eine Eiche. Die nehme ich natürlich gerne. Das heißt, ich habe meine Magiekosten wieder draußen. Das ist schön. So. Du hörst uns kommen. Ja, ganz leise, ganz leise. Stirb! Na, das war eigentlich feige, von hinten anzugreifen, aber hey, ich brauche die Standarte. So, jetzt kümmere ich mich auch um euch. Ja, cool. Dass explodierende Fässer den Typen zum Brennen bringen können. Das ist ein nettes kleines Detail. Das mag ich. So, hier habe ich irgendwas gesehen. Habe ich das nur halluziniert? Ja doch, das ist ein Kraut. Okay, das brauchen wir nicht. Davon habe ich 10 Stück, die kann ich sowieso nicht mitnehmen. Aua. Und da habe ich noch eine Truhe gesehen, oben auf den Kisten. Die will ich mir mal genauer anschauen. Und ich hoffe, dass die Standarte drin, weil ansonsten habe ich keine Ahnung, wo die jetzt sein. Nee, grünes Kraut. Habe ich irgendwo eine Tür übersehen? Also das ist auf jeden Fall die Tür, mit der wir wieder rauskommen in den Außenhof. Dann gucke ich mich hier nochmal um. Ich habe bestimmt die eine Tür übersehen. Die haben wir eigentlich schon in der Ära des ganzen Ersten durchschritten. Warum sollte die weg sein? Genau, hier ist sie ja. Genau, hier haben wir damals unseren Zauber gefunden, als wir hier auf das Podest runtergesprungen sind. Und da ist ein sehr sehnlich erwartetes Speicherpult. So. Nein, auf dem Speicherstand sollte ich vielleicht nicht speichern. Auf dem hier. So. Ja, ein bisschen Zeit haben wir eigentlich noch. Ich guck mal. Ich guck mich mal hier um. Das ist ja nicht so weit. Vielleicht finden wir... coole Musik. Ja, kommt her. Kommt her. Nehmt das. Oh, sehr schön. Ein Zauber. Ein Geheimgang. Ein Zauber, beide erledigt. Was ist hier drin? Ein Kraut? Was für eine Überraschung. Okay, dann werde ich das mal eben nehmen. Ein grünes Kraut, so, dann kann ich das hier nämlich einsammeln. Ja, sehr geschickt, ne? Aber ganz ehrlich, grüne Kräuter, die füllen so wenig Magie. Oh nein, nein! Nicht die. Ah, ich hasse euch. Geh weg, geh weg, geh weg! Vor allem treffe ich die überhaupt nicht richtig. Geh weg. So. Okay, das war's schon. Das war einfacher als gedacht. Aber na gut, wir sind ja auch in der zweiten Ära. Da sind die Gegner noch nicht so stark. Aber da jetzt hier Gegner waren, vermute ich mal, dass wir hier auch die Standarte finden. Okay, das ist wieder so ein Mannequin. Da ist wahrscheinlich... Nein, ich wollte den Zauber wechseln. So, falsche Taste. Da ist wieder so ein Mannequin. Das schiebt wahrscheinlich sich weg. Und hier runter. Ich habe jetzt extra... Ah ne, da ist noch eins. Dann schiebt sich vielleicht nicht weg. Ich habe extra gerade... Oh Gott, sind hier viele.
Ich habe extra gerade den Feuerzauber ausgewählt, damit ich gegen euch klarkomme. Und da ist die Standarte. Jawohl, die wollten wir doch haben. Sehr schön. Du hast die Standarte von Tuscan dem Zweiten gefunden. Und jetzt kommen wahrscheinlich die Viecher von den Wänden runter, oder? Na. Jawohl, war klar. Okay, aber mit dem Feuerzauber, mit der Feuerdreieinigkeit sind die doch leicht zu besiegen. Das ist schön. Kommst du nicht? Oh doch, ich wusste es doch. Und da kommt noch einer. So, du wirst auch noch sterben. Ah, da ist ja noch einer. Woher kommen die alle? So viel hatten wir doch gar nicht. Sehr gut. Moment. Das Ding ist vor die Tür gefahren. Das ist irgendwie ein bisschen... Ich hab nicht mein Gesicht. Das ist ein bisschen gruselig. Ach doch, so. Warum? Der stand jetzt so rum, aber gerade eben stand er noch andersrum. Ich will hier weg. Wenn ihr den noch beibringen könnten zu kämpfen... Ja, ich habe dich schon gesehen. Wenn die den Steinstatuen noch beibringen könnten zu kämpfen, ich glaube, das wäre dann eine unbesiegbare Armee. Ich hoffe, sie werden niemals darüber nachdenken. Dann bräuchte ich irgendwas anderes als das Schwert hier, weil damit komme ich dagegen auf jeden Fall nicht an. So, aber wir haben die Standarte von Tuscan den Dritten. Das ist alles, was wir brauchen. Hoch kommen wir nicht, ne? Ja. Dann würde ich mal sagen, war das genug Action für einen Part, denn ich habe wieder die ganze Zeit rum. Oder viel zu viel Zeit rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also macht's gut und bis dann.